Suzuka, die schönsten Kurven der Formel 1, Nackenschmerzen und die verrücktesten Fans. Suzuka, 5,8 Kilometer, 53 Runden, alles in allem 308 Kilometer. 4 Geraden, 3 langsame Kurven, 2 ideale Überholmöglichkeiten. Topspeed 313 km/h. Konnichiwa, herzlich willkommen in Japan. Eine Runde Suzuka mit mir im Red Bull Formel 1 Simulator. Runter in die erste Kurve, extrem schnell, 6. Gang, dann weiter in den 4. Gang und dann kommt eine der besten Passagen in der ganzen Formel 1, den Berg hinauf, alles 4., 5. Gangkurven, extrem schnell, es zieht am Nacken wie die Hölle, es ist extrem wellig, es hat extrem viele Bodenwelle, immer weiter schlängelt es sich den Berg hinauf. Dann Eingang runter, Kurve 8, Kurve 9, extrem schnell aufpassen am Ausgang auf den Curb und dann in Kurve 9 unter der Strecke durch, hin zur Spitzkehre, überholen, eher weniger, es ist zu eng, runter, 2. bis 1. Gang, das Auto schnell drehen und früh ans Gas, dann hat man wieder Zeit zum Hochbeschleunigen, auch ein bisschen zum Ausruhen, aber es geht immer in einem leichten Rechtsbogen weiter, bergauf, bergab, also eine Berg- und Talfahrt. Hin, Kurve 13, 14, extrem schnell wieder, 4. Gang, die Linkskurve fällt ein bisschen nach außen ab, früh ans Gas, den ganzen Schwung nehmen. 7. Gang, mit Vollgas, das zieht wieder am Kopf, hin zur Schikane, hartes Anbremsen, runter in den 2. Gang, extrem schwer den Scheitelpunkt einzusehen, rechts, links, ups, das ging jetzt ein bisschen in die Hose. Auf die Gerade drauf und den ganzen Speed wieder mitnehmen. Das war eine Runde in Suzuka.